Nach 13 Jahren NS-Diktatur wollten die Gründerväter des Nachfolgestaates, sprich der Bundesrepublik Deutschland, symbolisch sicherstellen, dass sich die schrecklichen Verbrechen, wie sie unter Hitler an den Menschen im In- und Ausland geschehen waren, niemals wiederholen mögen. Es ist daher kein Zufall, dass der erste Satz, auf den man stößt, wenn man sich juristisch mit der BRD auseinandersetzt, lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Dieser sogenannte Artikel 1 des Grundgesetzes gilt grundsätzlich. Immer. Er gilt überall. Er ist ein nicht zu negierendes Menschenrecht. Damit dieses Recht immer zu seinem Recht kommt, gibt es in einem Rechtsstaat neben einer offiziell unabhängigen Richterschaft auch eine offiziell unabhängige Presse. Die Presse ist das Immunsystem einer Demokratie. Menschen mit Presseausweis haben besondere Rechte gegenüber staatlichen Akteuren. Sie haben das Recht, wenn sie Fragen stellen, Antworten zu bekommen. Bundespressekonferenz zum Beispiel. Journalisten fragen nämlich im Auftrag. Sie gehen der Politik stellvertretend für den Bürger auf den Sack. Politiker sollen wissen, dass man sie und ihr Tun beobachtet und im Falle X diese Politiker zur Rechenschaft zieht. Es geht, so die Theorie, in der Demokratie darum, die Macht und ihren Missbrauch, beides hat immer miteinander zu tun, unter Kontrolle zu halten. Es geht dabei um Transparenz. Die Kernaufgabe von Verlegern, Journalisten und Reportern ist es daher, diese Transparenz zu gewährleisten. Sie sollen stöbern, sie sollen Ungereimtheiten auf den Rund gehen und wenn nötig sollen sie Verbrechen recherchieren und sie sollen sie veröffentlichen. Es ist nicht die Aufgabe der Presse, juristisch Anklage zu erheben. Die Presse hilft nur dabei, Beweise zu beschaffen, die helfen können, ein Verbrechen überhaupt erst zu entdecken. Oft wird die Initialzündung für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Mörder-Story von sogenannten Whistleblowern geliefert. Whistleblower sind Menschen innerhalb eines oft geschlossenen Systems, zum Beispiel dem Militär, die als Nicht-Journalisten Zeuge eines Verbrechens werden und dann die entsprechenden Beweise sammeln und an hauptberufliche Journalisten weiterleiten, damit die Ermittlungen überhaupt anleiern können durch Veröffentlichung. Die rechtliche Situation bei Whistleblowern, die ist sehr, sehr schwammig. Ob ein Whistleblower geschützt wird oder auch nicht, hängt auf der ganzen Welt übrigens davon ab, mit wem er sich anlegt und wen er belastet. Allgemein gilt aber, die Welt liebt den Verrat, aber sie liebt nicht den Verräter. Und wer sich wie jüngst Manning, Snowden oder Assange mit dem tiefen Staat der USA anlegt, muss sich verdammt warm und vor allem verdammt lange warm anziehen. Aber vor allem braucht er neben mächtigen Freunden, die ihn vor den Kidnappern des Pentagons schützen, einen riesengroßen Schutzengel. Er braucht vor allem Glück. Wenn ein Whistleblower oder Journalist sich darauf verlässt, dass Deutschland in jedem Fall auf den Artikel 1 des Grundgesetzes verweist, der ist wahnsinnig schief gewickelt, denn die deutsche Politik, die deutsche Justiz, aber eben auch die deutsche Presse ist, wenn es darauf ankommt, vor allem eines, sie ist feige bis ins Mark, Stichwort Julian Assange. Der Gründer und bekannteste Kopf des digitalen Postkastens WikiLeaks veröffentlichte ja vor Jahren unter anderem Kriegsverbrechen der USA im Irak. Auf einem Helikoptervideo war eindeutig zu sehen, wie amerikanische Soldaten aus sicherer Entfernung eine Gruppe Zivilisten unter Feuer nahmen, schwer verletzten und auch töteten, also ermordeten. Ohne amerikanischen Whistleblower wie Manning hätte die Welt nie von diesem Kriegsverbrechen erfahren, denn für die Besatzung des Helikopters waren die Erschossenen ja schlicht Terroristen. In Wahrheit wurden dort aber auch Journalisten, und zwar zwei von Reuters, ermordet, Freunde. Also meine Branche sollte euch schon interessieren bei Reuters. Nachdem das brisante Material bei Assange angekommen war über Manning, machte dieser, also Assange, einen Deal mit zum Beispiel dem Spiegel und dem Guardian und den New York Times, also etablierten Medien. Denn man beschloss in einer synchronisierten Aktion sowohl auf dem deutschen, dem englischen und dem amerikanischen Zeitungsmarkt zu erscheinen. Es sollte sichergestellt werden, dass diese Mörderstory nicht unterging. Und diese Rechnung ging auf. Die Story schlug wirklich ein wie eine Bombe und zeigte erneut, wie dreckig Kriege in Wirklichkeit sind und waren, liebe Bundeswehrsoldaten. Das ist so. Julian Assange und WikiLeaks handelten ähnlich wie KenFM, also wie klassische Verleger. Verleger bieten ja auch Dritten die Möglichkeit, über das Portal des Verlegers zu veröffentlichen, bei WikiLeaks anonym. Und das macht eine Einrichtung wie WikiLeaks so wertvoll. Wer nämlich als Whistleblower oder Journalist bei WikiLeaks brisanten Stoff in den Kasten wirft, kann selber unerkannt bleiben, wenn er das möchte. WikiLeaks verfügt damit über ein eingebautes Zeugenschutzprogramm mit dem Nachteil, dass sich die gesammelte Wut, ja, diese enttarnten Massenmörder und Kriegsverbrecher jetzt auf diesen Julian Assange konzentriert, was wir seit Jahren erleben.
Jetzt könnte man meinen, dass vor allem unsere Branche, also die Presse, ein ureigenes Interesse daran hat, Assange zu schützen. Denn wenn man ihn für das Veröffentlichen von Kriegsverbrechen wegsperrt, ist der investigative Journalismus ist er ja tot. Dann brauchen wir auch keinen Spiegel mehr. Dann gilt auch juristisch das Faustrecht. Dann kann in Zukunft jeder Journalist verhaftet werden, der den Eliten auf die Füße tritt. Nur die Frage, die sich stellt, wo ist denn unsere Branche? Die Presse, wenn es um die Pressefreiheit geht und damit um Assange, den zu schützen. Stellt sich unsere Presse schützend vor Assange, um parallel den eigenen Berufsstand zu schützen? Nee, macht sie nicht. Auch jene Gazetten, die einst mit Assange zusammengearbeitet haben, ja, und von WikiLeaks profitiert haben, tun seit Jahren so, als es ginge sie das nichts an. Sie stellen sich tot. Besonders feige treibt man es übrigens in Hamburg. Aber in der letzten Ausgaben sah man Snowden und Co. mit der Überschrift "Im Dienste der Wahrheit. Von Watergate bis Trump. Macht und Tragik der Whistleblower. Nur nach Julian Assange sucht man auf dem Cover vergebens." Ja, das ist natürlich kein Zufall. Auch der Spiegel schweigt diesen wichtigen australischen Journalisten tot, der nach 7 Jahren Isolation in der Londoner Botschaft Ecuadors jetzt in Belmarsh, dem britischen Guantanamo, auf seine Auslieferung in die USA wartet, wo er dann, und ich gehe davon aus, für immer weggeschlossen werden wird. Im aktuellen Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen zieht man übrigens Bilanz für das Jahr 2019. Ja? 49 Pressevertreter wurden in Ausübung ihres Berufes getötet. 389 sind inhaftiert und auf Seite 18 des Berichtes findet sich unter Punkt 4.4 Medienschaffende im Gefängnis folgende Überschrift. Also Reporter ohne Grenzen. Gefahr durch Misshandlung und mangelnde ärztliche Versorgung. Nochmal. Gefahr durch Misshandlung und mangelnde ärztliche Versorgung. Reporter ohne Grenzen. Und aufgelistet werden dann chinesische, aserbaidschanische, iranische und afrikanische Fallbeispiele. Großbritannien und Assange kommen im Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen nicht vor. Damit ist dieser Bericht so solide wie der Commission Report zum 11. September, bei dem von drei zusammengestürzten Gebäuden, die Propaganda wird auch schon bei mir, nur 2 gelistet werden. WTT7 hat man ja einfach unter den Tisch fallen lassen in Echtzeit. Da Reporter ohne Grenzen jetzt ähnlich handelt, kann man davon ausgehen, dass diese NGO auf der Payroll des Pentagon steht. Man kann sie in die Tonne treten. Was im Fall Assange vor unseren Augen geschieht, ist aber nicht neu. Das gab es auch schon in der ehemaligen UdSSR. Menschen, die dort in Ungnade gefallen waren, wurden, nachdem das System sie verhaftet hatte, totgeschwiegen. Totschweigen, Rufmord, diese Worte kommen ja nicht von ungefähr. Denn wer medial komplett verschwindet, verschwindet unmittelbar auch im Anschluss aus dem kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft. Und wenn das erreicht ist, kann man mit diesen Menschen im Anschluss machen, was man will. Man kann diese Menschen zu Tode quälen, ganz langsam. Und niemand bekommt das mit, niemand fragt danach. Diese Methode soll aber Nachahmer in der Branche abschrecken, die das schon spüren. Ja? Nur ein System, das auf derartige Methoden angewiesen ist, ist im Kern schwach. Denn es kommt ja nicht ohne Gewalt gegen die Presse aus. Und wer sich in einem solchen System wegduckt, ist ebenfalls schwach und muss sich sagen lassen, dass er heute genauso handelt wie seine Großeltern zwischen 33 und 45. Für den Triumph des Bösen, lieber Spiegel, reicht es, wenn die Guten nichts tun. Ja? Und die Guten erkennt man bis heute nicht am Presseausweis, sondern am aufrechten Gang. Geht auch ohne Presseausweis. Einer dieser Aufrechten ist aber Jakob Augstein mit Presseausweis. Seine Wochenzeitung Der Freitag machte am 12. Dezember mit dem Gesicht von Julian Assange auf. Und dazu hieß es: Julian Assange, Journalist. Er kämpft für unsere Freiheit. Er sitzt in Isolationshaft. Die Welt schaut weg. Entscheidend bei diesem Aufmacher ist das dritte Wort in der Überschrift, nämlich Journalist. Um Assange fertig zu machen, wird alles versucht, ihm den Status Journalist abzuerkennen. In den Staaten wird Assange ja schon seit langem als Hightech-Terrorist gehandelt. Bei uns in Deutschland einigt man sich also in der Mainstream-Presse eher auf Whistleblower, was Assange in die Nähe eines Spions rücken soll. Harald Schumann, einer der letzten Journalisten mit Rückgrat im öffentlich-rechtlichen Betrieb, stellt die Sache im WDR-Hörfunk klar. Viele Kollegen, darunter auch der DJV, definieren Julian Assange nicht als Journalisten, sondern als Whistleblower. Wie würden Sie die Arbeit von Julian Assange definieren? Was ist er für Sie? Also diese Behauptung ist einfach Unfug. Whistleblower sind Leute, die innerhalb von Organisationen oder Firmen oder Regierungen arbeiten und interner nach draußen bringen.
Das ist bei Julian Assange niemals der Fall gewesen, sondern er hat umgekehrt mit Whistleblowern wie ein Journalist kooperiert und hat deren Leaks, wie das Neudeutsch heißt, also deren interne Unterlagen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Insofern hat er natürlich klassisch journalistische Arbeit gemacht. Und auch aufgedeckt. Also Edward Snowden sagte ja zum Beispiel, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Was sagt das über unser Mediensystem aus, wenn kaum jemand auf die Situation von Julian Assange aufmerksam macht? Es sagt über unser Mediensystem aus, dass offenbar viele Kollegen, insbesondere die in Führungspositionen, sich über die wahren Risiken und Bedrohungen der Pressefreiheit noch nicht richtig im Klaren geworden sind. Man muss sich vor Augen halten, hier soll ein Mann, der klassisch journalistische Arbeit gemacht hat, genau dafür verurteilt werden, dass er seinen Beruf oder in diesem Fall seine Berufung gemacht hat. Er war vielleicht kein angestellter Journalist bei irgendeinem seriösen Medium, aber er hat intensiv mit seriösen Medien gearbeitet und hat ihnen Informationen zugänglich gemacht, die sie sonst nicht gehabt hätten. Was bitte ist da der Fehler? Und dass man dann einfach meint, naja, Assange ist ein Sonderfall und das ignorieren wir jetzt einfach mal, das halte ich für einen klassischen Fehler. Wenn die amerikanische Regierung damit durchkommt, einen Nicht-US-Bürger als Spion lebenslang ins Gefängnis zu stecken, der nichts anderes gemacht hat, als anderen Whistleblowern dabei zu helfen, ihre Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, dann richtet sich das gegen alle Journalisten, die diese Art von Arbeit machen. Und das ist höchst gefährlich. Das wird dann früher oder später natürlich auch die Kollegen von der Post und der New York Times und The Nation und wie die anderen Enthüller in Amerika und ProPublica, das wird die anderen da treffen. Insofern, ich glaube, das ist eine verhängnisvolle Verdrängung, die da stattfindet. Wenn der DJV, der Deutsche Journalistenverband, Assange als einen Spion bezeichnet, hat diese Einrichtung für bedrohte Journalisten in etwa den Wert eines Rettungsschwimmers, der immer, wenn er einen Ertrinkenden im Wasser ertrennt, das Rettungsboot anschmeißt per Motor und dann mit Highspeed auf das Opfer zufährt, um dann ganz großzügig blutige Fleischabfälle ins Meer zu verklappen, da er weiß, dass es hier vor Hai nur so wimmelt. Der Deutsche Journalistenverband handelt so. Dass es auch anders geht, zeigt SPD-Urgestein Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister. Obwohl er aktuell ja im Vorstand der Atlantikbrücke sitzt, was ja normalerweise bedeutet, alles, was aus den USA kommt, prima zu finden, stellt sich Gabriel in den Wind. Nach langem Telefonat über Julian Assange mit Professor Melzer, UN-Botschafter über Folter. Julian Assange ist gefoltert worden. Wer gefoltert wurde, braucht Hilfe und muss sich auf Rechtsstaatlichkeit verlassen können. Beides ist bei Julian Assange nicht gewährleistet. Bevor wir auf die Tatsache kommen, dass der australische Journalist Julian Assange mitten in Europa, also in London, vor unser aller Augen und damit den Augen der Presse gefoltert wurde und wird, durch vollkommene Isolation, wollen wir noch einmal auf den Blick auf die Menschenrechte werfen. Ja? Es gibt ja Unternehmen, die die Menschenrechte sehr ernst nehmen. Zum Beispiel die deutsche Rüstungsschmiede Rheinmetall. Ja, auf der Homepage des Unternehmens heißt es unter anderem Menschenrechte. Rheinmetall erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte, wie zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Ja, als Kabarettist wird es zunehmend schwerer, ähnliche Pointen zu landen, weil die Homepage von Rheinmetall, also das toppt im Grunde alles. Das kann man sich nicht ausdenken. Wenn das irgendwo bei der Anstalt gelistet werden würde, gäbe es ein Lachen, aber da übertreibt er aber. Nee, steht wirklich so bei Rheinmetall. Also Rheinmetall, der Hersteller von Rüstungsgütern, mit denen permanent Menschenrechte verletzt werden, beruft sich auf eben diese Menschenrechte und erwartet, wohlgemerkt von den Lieferanten, die Einhaltung dieser Rechte. Ob wir den Tag erleben werden, wann Rheinmetall auch von den eigenen Endkunden, also diesen Anwendern der Waffen, also die Menschenrechte verlangt, also Motto, wir verkaufen euch zwar dieses Mordsgerät, aber nur, wenn ihr euch bei der Anwendung, also im Krieg, an die Menschenrechte haltet. Also Krieg führen, ja, aber bitte mit Menschenrechten. Passt das, ja? Aber wenn ihr feststellen solltet, dass ihr euch nicht daran haltet, dann tut uns einen Gefallen, dreht nicht noch Videos darüber, die dann irgendwo im Netz landen, ja? Das ist schlecht fürs Image, ihr wisst schon, wir sind für Menschenrechte. Rheinmetall. Uns geht es um ein reines Gewissen und um die reinen Menschenrechte. Aber kauft unsere Waffen. Julian Assange zeigt nach 7 Jahren Isolationshaft in London deutliche Anzeichen psychischer Folter. Die Folgen dieser Sonderbehandlung sind neurologisch bereits zu erkennen und führen final zum Tode. Diese Kernaussage stammt von Nils Melzer, dem UN-Sonderbotschafter, der sich auf die Untersuchung von Folter spezialisiert hat. Wie reagiert unsere Bundesregierung auf diese Aussagen dieses hohen UN-Beamten? Der UN-Sonderberichterstatter für Folter
Nils Melzer, Schweizer Diplomat, hat am 15. Oktober erklärt, dass der WikiLeaks-Gründer Julian Assange über Jahre gefoltert wurde, ihm juristische Grundrechte verweigert werden und in diesem Zusammenhang sowohl Großbritannien als auch die USA die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen gebrochen haben. Als ich letzte Woche hier dazu fragte, hieß es, der Sachverhalt sei noch nicht bis zur Bundesregierung gedrungen. Eine Woche später wollte ich deswegen noch mal nachfragen, liegt dieser Sachverhalt mittlerweile auch der Kanzlerin vor und teilt die Kanzlerin denn die Einschätzung des UN-Sonderberichterstatters für Folter zur Causa Assange? Ich gehe davon aus, dass der Bericht des UN-Sonderberichterstatters der Bundesregierung auch vorliegt. Sie wird ihn auswerten. Es werden ja auch dann diejenigen, die in diesem Bericht beschuldigt werden, sich dazu äußern. Und dann werden wir uns diesen ganzen Prozess anschauen. Aber das heißt, eine Woche nach diesen Aussagen, die auch explizit an enge Verbündete der Bundesrepublik gehen, kann die Bundesregierung sich dazu noch nicht expliziter äußern? Ich sage, ich gehe davon aus, dass der Bericht des UN-Sonderbeauftragten der Bundesregierung vorliegt, von der natürlich genau studiert wird. Und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt noch nicht sagen. Bis heute hat die Bundesregierung es nicht geschafft, sich die X-Berichte des UN-Sonderberichterstatters Melzer zu Gemüte zu führen. Man hat einfach keine Zeit, ja? Oder ist so dreist zu behaupten, diese Berichte, die legen ja überhaupt nicht vor. Man hätte sie einfach nicht. Was hier vor unseren Augen geschieht, ist das Decken eines Verbrechens. Denn die Bundesregierung deckt Folter, indem sie sich weigert, in die dazu vorliegenden Unterlagen eines UN-Beamten zu schauen. Als neulich Nils Melzer auf Einladung der Fraktion Die Linken in Berlin war, wurde der Zustand unserer Demokratie noch deutlicher. Denn kein Parteivertreter befand es für nötig, sich diesen Aussagen Melzers zu stellen, sie sich anzuhören. Weder die Grünen noch die FDP, auch nicht die CDU, auch nicht die SPD, aber eben auch nicht die AfD glänzten durch Anwesenheit, sondern waren kollektiv gar nicht dabei. Damit decken diese Parteien ein Kapitalverbrechen vor unseren Augen. Folter an einem Journalisten. Nehmt euch einen Stuhl, Freunde, denn jetzt wird's bitter und es wird ein wenig länger. Nils Melzer packt im Bundestag aus. Und wir haben festgestellt, medizinisch, dass er also in einer dreistündigen medizinischen Untersuchung und einer zusätzlichen einstündigen Unterredung mit mir, dass er alle Symptome zeigt, die typisch sind für Personen, die über längere Zeit psychologischer Folter ausgesetzt worden sind. Das sind sehr ernste Symptome, die auch physisch schon messbar waren, schon neurologisch messbar waren. Und an diesem Zeitpunkt, im 9. Mai, konnten wir uns natürlich dann auch fragen, ja, woher kommen diese Symptome? Wie wurden die verursacht? Na, jetzt dieser Mann wurde während 6 Jahren, mehr als 6 Jahren, in einem ganz kontrollierten Umfeld festgehalten in der ecuadorianischen Botschaft. Es war also sehr, also man konnte mit hoher Sicherheit feststellen, welche Faktoren diese Symptome überhaupt ausgelöst haben konnten. Weil er war ja nur dieser beschränkten Umgebung ausgesetzt. Und das ist eine Umgebung, die vor allem 4 Staaten zusammen kreiert haben. Es ist hier, und ich glaube, das muss an erster Stelle genannt werden, sicher die USA, die von Anfang an die Auslieferung von Julian Assange erreichen wollte. Sie machte das natürlich nicht publik. Julian Assange hat das ständig gesagt. Das ist seine große Angst, dass er dorthin ausgeliefert wird und dann dort einem Schauprozess ausgeliefert wird und einer höchstwahrscheinlich lebenslangen Gefängnisstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis, dem sogenannten Supermax-Regime. Und also das auch von mir und meinem Mandat und meinen Vorgängern in meinem Mandat durchwegs als unmenschlich klassifiziert wird. Er hatte diese Angst, das wurde ihm als Paranoia vorgeworfen, aber an dem Tag, als er zum ersten Mal den Fuß aus der Botschaft setzte, eine Stunde später überreichte die USA dem Vereinten Königreich das Auslieferungsgesuch. Also es war überhaupt keine Paranoia. Er war sehr realistisch, was seine Situation war und was für eine Bedrohung er ausgesetzt war. Das ist das Grundbedrohungsszenario.
Dazu kamen dann im 2010 die schwedischen Verfahren. Und die wurden, wie ich dargelegt habe, im Detail in verschiedenen öffentlichen Kommunikationen an die schwedische Regierung und auch anderweitig, die wurden durchwegs, also in schwerster Weise willkürlich durchgeführt, diese Voruntersuchung. Eine Voruntersuchung, die 9 Jahre lang nicht imstande war, eine Anklage zu Weg zu bringen. Und jetzt nach mehr als 9 Jahren sang- und klanglos eingestellt worden ist. Ja. Dieses Verfahren zwang Julian Assange dazu, diese Botschaft aufzusuchen, Asyl zu beantragen. Er war ein Flüchtling in dieser Botschaft und konnte deshalb nicht aus dieser Botschaft raus. Er bot den Schweden an, dass er am Strafverfahren teilnehmen würde, dass er nach Schweden kommen würde, wenn er nur die Garantie bekäme, dass er nicht nach Amerika weiter ausgeliefert wird von den Schweden, was ja mit dem schwedischen Verfahren eigentlich nichts zu tun hatte. Die Schweden weigerten sich, das zu tun, aus Gründen, die nicht vertretbar sind. Also die Schweden haben mit dieser Art und Weise, wie sie das Verfahren durchgeführt haben, ganz entscheidend damit dazu beigetragen, dass Julian Assange nicht mehr aus dieser Botschaft rauskam. Die Briten haben da ganz entscheidend auch mitgewirkt und die Schweden in dieser Politik unterstützt. Und sogar als die Schweden aufgeben wollten, eben mit einer Korrespondenz, die uns heute bekannt ist, die Schweden dazu ermutigt, das Ja nicht fallen zu lassen, dieses Verfahren, eben keine kalten Füße zu bekommen. Es scheint, dass sie jetzt nach 9 Jahren endlich kalte Füße bekommen haben. In dieser Situation kam dann 2017 der Regierungswechsel in Ecuador. Ein neuer Präsident, Moreno, kam an die Macht, der es sich zum Ziel gemacht hatte, sich mit den USA zu versöhnen. Und da war natürlich die Auslieferung von Julian Assange ganz sicher ein Verhandlungsgegenstand. Man sieht, dass ab diesem Datum das Mobbing innerhalb der Botschaft begonnen hat, durch das Botschaftspersonal und das Sicherheitspersonal in der Botschaft, die Julian Assange das Leben sehr schwer gemacht haben. Wir wissen heute sehr viel auch über die Überwachung, die ständige Überwachung, der ausgesetzt worden war, in seiner Privatsphäre, in seinen Besuchen mit Anwälten, mit Ärzten und so weiter. Und das muss sich das auch vorstellen, wenn man 24 Stunden überwacht wird. Das ist ein Faktor, der in der psychologischen Folter eingesetzt wird, dass man keinen Rückzugsraum mehr hat, dass man ständig in so eine Art Verfolgungswahn getrieben wird, der aber eigentlich gar kein Wahn ist, sondern der Realität entspricht. Ja? Diese 4 Staaten, die USA, das Vereinigte Königreich, Schweden und Ecuador, haben zusammen gewirkt, um dieses Resultat hinzukriegen, das wir heute haben. Am 11. April wurde Julian Assange ohne jedes Rechtsverfahren, wurde ihm das Asyl entzogen und die Staatsbürgerschaft von Ecuador entzogen, was gar nicht möglich ist nach ecuadorianischem Verfassungsrecht. Und er wurde, von der britischen Polizei verhaftet, innerhalb Stunden dem Richter vorgeführt und verurteilt in einem viertelstündigen Verfahren, wo er keine Zeit hatte, sich vorzubereiten mit seinem Verteidiger. Und seither kommt natürlich die zweite Phase, die jetzt zu dieser Verschlechterung seines Gesundheitszustandes geführt hat, seit meinem Besuch, einer dramatischen Verschlechterung, die wir vorausgesagt haben in unserem Bericht. Also die Ärzte und wir kamen zum Schluss, dass wenn der Druck auf Julian Assange nicht verbessert, wenn sich die Situation nicht verbessert, wenn diese Willkür nicht endlich ein Ende hat, dass er sehr schnell in eine sogenannte Abwärtsspirale kommen könnte, psychisch und eben dann auch physisch. Und letztlich habe ich jetzt im 1. November dann die Alarmglocke nochmal gezogen und gesagt, dass ich jetzt ernsthaft besorgt bin, dass es ihn auch das Leben kosten könnte. Das ist keine Übertreibung. Psychologische Folter ist nicht Folter-Light.
Ja? Psychologische Folter geht direkt auf die Persönlichkeit des Menschen und versucht, ihn ganz gezielt zu destabilisieren, indem er dann seine Umgebung willkürlich gestaltet, alles unvoraussehbar macht, ihn isoliert, ihm seine sozialen Kontakte beraubt und aller Möglichkeiten eigentlich, die seine Menschenwürde zu erhalten. Das wird systematisch wird ihm das entzogen über längere Zeit dem Folteropfer. Und am Schluss führen diese Art von Misshandlungen zu Kreislaufkollaps, zu Nervenzusammenbrüchen, zu neurologischen Schäden, die nicht mehr behebbar sind. Das sind ganz ernsthafte Misshandlungen, werden aber auf eine Art und Weise durchgeführt, dass sie immer so in Einzelteilen ein bisschen harmlos aussehen. Ja? Aber im Zusammenspiel ist das mörderisch. Das ist, was ihm geschieht im Belmarsch heute, immer noch. Und zwar wurde er ja verurteilt wegen einer Kautionsverletzung, wo in Großbritannien im Prinzip keiner ins Gefängnis geht für sowas. Ja, da gibt es eine Buße. Und wenn er nicht ein Verbrechen begangen hat während der Kautionsverletzung, geschieht da nicht viel. Er wurde zur Maximalstrafe fast zu 50 statt 52 Wochen verurteilt für eine Kautionsverletzung, die er ja begehen musste, um politisches Asyl zu bekommen. Politisches Asyl, das ist, wenn nicht ein Rechtfertigungsgrund, ein Strafmilderungsgrund, der also monumental ist. Also nur schon dieses Faktum, dass er überhaupt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zeigt die Willkürlichkeit dieser Verfahren. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, die ganzen willkürlichen Schritte in jedem Verfahrensschritt in Großbritannien, ob es um die Kautionsverletzung geht, um die Auslieferung geht. Wir haben Interessenkonflikten, wir haben ganz klare Parteilichkeit der Richter, die durch Beleidigungen im Gerichtssaal Beschimpfungen dokumentiert werden. Es geht also Schritt für Schritt. Julian Assange hatte keinen Zugang zu seinen Rechten, zu seinen Dokumenten, konnte seine Verteidigung nicht vorbereiten. Also wo ist denn da der Rechtsstaat? Wo sind wir denn da, wenn ein Angeklagter seine Anklageschrift nicht lesen kann, bevor er Stellung nehmen muss dazu? Das kann doch nicht sein. Also ich traute meinen Augen nicht. Und diese Umgebung, jetzt wurde er, wie wir es vorausgesagt haben, richtig nach 9 Tagen nach unserem Besuch in das Healthcare, also in die medizinische Abteilung des Gefängnisses überstellt und ist seither dort und eben, wie es gesagt wurde, jetzt auch von seinem Vater, jetzt in einem sehr strengen Regime isoliert, obwohl er seine Strafe für die Kautionsverletzung unterdessen abgesessen hat. Ist nur noch in Präventivhaft für das amerikanische Auslieferungsverfahren und das braucht kein Hochsicherheitsgefängnis, es braucht keine Isolation. Das kann man im Hausarrest machen. Ja, das kann ein offenes Regime sein, wo er Zugang hat zu seiner Familie, zu seinen Anwälten, wo er seine Verteidigung vorbereiten kann, wo er auch mit der Presse korrespondieren kann. Aber das ist ja genau das, was sie nicht wollen. Man soll ja nicht den Scheinwerfer auf das richten, worum es hier wirklich geht. Es geht um den Rechtsstaat. Es geht um die Demokratie. Es geht darum, dass wir es uns nicht leisten können, dass Staatsmacht unüberwacht bleibt. Willkommen im NSA-Staat. Und der hat auch die Botschaft Ecuadors vollkommen gescannt, als Assange dort noch wohnhaft war. Jeder, der die Botschaft betrat, geriet ins Netz der Totalüberwachung. Die technischen Voraussetzungen dafür übernahm eine private Sicherheitsfirma mit intensiven Verbindungen zum amerikanischen Geheimdienst. Mitarbeiter sollen Überwachungsprotokolle und Videos auf einen Server hochgeladen haben, auf den offenbar amerikanische Nutzer Zugriff hatten. Besuche von Journalisten, etwa Glenn Greenwald, Aktivisten, Kollegen und Anwälte. Treffen mit seiner berühmten Unterstützerin Vivian Westwood. In dem Überwachungsmaterial, das NDR und WDR auswerten konnten, sind allein 4 Videos der Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson. Während sie im Gespräch mit Assange ist, spionieren die Security-Mitarbeiter offenbar ihr Handy aus und notieren hier ihr Passwort. Assanges Gäste werden offenbar systematisch erfasst. Seriennummern von Handys, Besuchsprotokolle, Vermerke und Observationen. Wenn wir uns erinnern wollen,
Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Die Merkel-Regierung hat aber längst vor dem US-Tiefenstaat kapituliert und verrät dabei unsere Werte. Es sind nicht die Werte von Angela Merkel, sondern es sind ja unsere Werte. Gut, dass es noch Zivilisten gibt, die sich diesem Tiefenstaat entgegenstellen und ihre Solidarität mit Assange zeigen. Darunter sind übrigens diverse alternative Medienplattformen, die sich mit der Mahnwachen-Kampagne Candles for Assange darum bemühen, dass die Front der Unterstützer breiter wird und dass Assange vor allem in der Öffentlichkeit bleibt, in der medialen Öffentlichkeit. Einer, der hier stark hilft, heißt Uli Gellermann. Wir sind hier, weil wir, ähnlich wie Julian, ehrliche, ordentliche Menschen sind, die ihr Haupt erheben wollen, die sich nicht beflecken wollen mit den widerlichen Flecken des Schweigens. Denn das passiert. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das passiert gerade. Haben Sie in den gewöhnlichen TV-Nachrichten, in den gewöhnlichen Druckmedien in den letzten Wochen, Monaten irgendwas über Julian Assange gelesen, gehört, gesehen? Nein. Der Mann, der dabei ist, seinem Tod entgegenzugehen, weil er über Isolationsfolter dahingetrieben wird, dieser Mann wird zusätzlich totgeschwiegen. Einer, der sterben soll, wird totgeschwiegen, weil das ertragen Sie nicht, die Damen und Herren in den Redaktionen. Sie, die so gut über Menschenrechte aller Art überall auf der Welt schreiben und senden können, die immer wieder schreckliche Fälle von Verletzung von Menschenrechten entdecken, irgendwo auf der Welt, möglichst weit weg, in Hongkong, in Moskau, irgendwo auf der Welt. Sie wollen nicht bekennen, dass wir einen schweren Fall von Menschenrechtsverletzungen mitten in Europa haben. Dass Sie das nicht bekennen wollen, hat damit zu tun, dass Sie ja am Totschweigeprozess beteiligt sind. Damit sind Sie Mittäter. Uli Gellermann, der Betreiber der unabhängigen Plattform Rationalgalerie, der Mann, der alle zwei Wochen mit der Macht um 8 die Dauerpropaganda der Tagesschau aufdeckt, hat deswegen vollkommen recht. Die Causa Assange ist vor allem für unsere Branche, also die Presse, ein klarer Fall von Totalversagen und wird vor allem den Etablierten weiter schaden. Vor wenigen Tagen hatte ich Manfred Bissinger übrigens hier im Studio, der Mann, der damals in den 70ern den Stern zu einem politischen Blatt gemacht hat und der ja nach dem Weggang dort mitbeobachten konnte, wie die Hitler-Tagebücher stattfanden. Dieser Mann hat auch übrigens die Zeitung Die Woche erfunden und Roger Limsen eine eigene Rubrik in diesem Blatt eingeräumt. Dieser Mann war hier bei KenFM und Bissinger kommt nicht ungefähr, der Name stimmt. Der Mann hat bis heute knapp 80 Jahre alt, Biss. Herr Bissinger, Sie waren immer ein Journalist, der Politikern auch auf die Füße getreten ist. Ich sage gerne. Helmut Kohl. Ja. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie feststellen, dass ein Edward Snowden als Whistleblower sich in Moskau verschanzen muss und dass ein Assange in Europa so lange in Einzelhaft sitzen muss, dass sogar ein Sonderermittler für Folter der UN, ich spreche von Herrn Nils Melzer, dass der sagt, das ist unerträglich. Was macht das mit Ihnen, wie unsere Presse damit umgeht? Ich war auf der Buchmesse, da wollten wir Sie eigentlich sehen, da konnten Sie nicht. Da war auch kein Plakat Freiheit für Julian Assange, der ja nur Dinge veröffentlicht hat. Was macht das mit Ihnen? Sind Sie betroffen davon? Ja, natürlich bin ich betroffen davon, weil ich bin überhaupt, aber nicht nur von Assange, sondern von allen anderen, die sich bemühen, als Whistleblower etwas Klarheit in die Welt zu bringen und die eine Verantwortung fühlen mit den Dingen, mit denen sie umgehen und bekannt werden und das nach draußen geht. Aber ich weiß natürlich auch um den Behauptungswillen von Regierungen und von Staaten, die sowas nicht zulassen können und nicht zulassen wollen, weil es nämlich an ihre Grundfesten rührt. Es gibt keinen Regierungschef, der sagt, ihr dürft alles haben, was ich weiß. Mhm. Aber beschämt Sie das, wie unsere Branche, unsere Presse und auch unsere Anwälte damit umgehen? Weil wenn ein UN-Sonderbotschafter sagt, wo bleibt denn da der Rechtsstaat? Ich zitiere Sie, wenn ein Mensch, der jahrelang eingesperrt wurde, dauerhaft überwacht, illegal sogar in der Botschaft, wenn der nicht mal Zugang hat zu seinen eigenen Unterlagen und aber sich gleich vor dem Richter verantworten muss, da müsste doch ein Aufschrei durch die Branche gehen. Was macht ihr da? Da müsste eine Aktion stattfinden, um dem Mann zu helfen. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Auf diese gemeinsamen Medienhäuser werden wir lange warten können.
Mein Wunsch an euch daher für das Jahr 2020. Blätter, die sich bis Ende 2019, da ist ja nicht mehr so viel Zeit, nicht für Assange eingesetzt haben, indem sie ihn zum Beispiel aufs Cover gebracht haben oder für ihn geschrieben haben, solche Blätter 2020 deabonnieren oder am Kiosk verschimmeln lassen. 2020 wird nämlich das Jahr der großen Pleiten bei den Mainstream-Medien. Und meine Bitte an euch, macht euch das auch mal zum Sport. Ja? Boykottiert diese Bücklingpresse, bis sie in die Knie geht und glaubt mir,